Guten Abend, liebe Freunde von Scoffys Anhängern. Nun will ich mal ein kurzes Video machen, in dem ich speziell mal auf die technischen Daten eingehe. Oftmals wird gefragt, die Räder, was sind das für welche? Also dazu kann ich schon mal sagen, das sind 16 Zoll Räder, die sind doppelt gelagert, also zwei Kugellager, und sind aus Kunststoff und zugelassen für 16 km/h. Das sind die praktisch zertifiziert 1, 2, 3. Und die werden aber auch verbaut für Seitenkisten, und damit fahren die ja weit über 100 Sachen. Also ich habe diesen Anhänger schon mal illegalerweise an Moped gehabt, und 60 km/h hält dieses gesamte Geschöpf aus ohne Probleme, und die Räder. Vorher habe ich viele Anhängerräder probiert und die sind mir alle irgendwie weggeknackt oder frag mich was. Ich hatte nur Probleme, und seitdem ich diese Räder habe, ist mir auch nichts mehr passiert, außer dass mal ein Platten war. Ja gut, das kommt vor. Erstmal zu den Maßen. Das Chassis ist 2 Meter lang, 86 breit, Gesamtbreite mit Rädern 1 Meter. Weil es ist gesetzlich vorgeschrieben, nicht breiter als 1 Meter. Dadurch habe ich auch das Problem, dass ich keine derartigen Anhänger für zwei Personen bauen kann in dem Sinne. Es kann jetzt ein Erwachsener und vielleicht ein Kind drin schlafen. Oder man muss sich halt ganz, ganz dolle lieb haben. Dann geht das sicherlich auch. Dann die Höhe, Gesamthöhe ist 1,55 plus diese Notbelüftung oben, also die Zwangsbelüftung. Die hat dann nochmal 7 cm. Also 1,62 Gesamthöhe. Dann die Deichsel kommt zu den 2 Metern Länge noch dazu. Das sind ca. 60 cm nochmal, weil man muss das ja an der Achse anschließen. Verbaut ist eine LED-Beleuchtung mit Fernbedienung. Und da kann ich jetzt zum Beispiel Licht einschalten, dimmen, also nochmal ein, aus, Licht ein. Eine Matratze, also ein Bett, Liegefläche sind 1,85 x 60 cm. Und wie ich schon erwähnt hatte, also ein kleines Kind kann dann hier dahinter in dieser Ablagefläche praktisch noch, kann man das nur einrichten, dass man schlafen kann. Muss man dann halt noch installieren. Aber das soll nicht das Problem sein, ist halt nicht in der Basic-Version vorgesehen. Das ist optional, kann man ja halt eine Innenverkleidung, Ablagen und so weiter alles noch hinzubestellen. Diesbezüglich werden wir aber auf unserer Seite nochmal eine Rubrik einrichten, wo man dann halt sagen kann, ich will eine Batterie rein, dass ich mein Handy laden kann und dies und jenes. Irgendwann kommt Solar auch noch ins Spiel, aber wir sind jetzt erstmal so aufgestellt, dass wir ein bezahlbares Objekt auf den Markt bringen wollen, oder Fahrzeug, wie man es auch nennen will, dass man sagen kann, hey, ich muss hier kein Geld ausgeben, als würde ich ein neues Auto kaufen, wie eigentlich die sind. Die fangen ja mit 4.500, 5.000 eigentlich an. Und wir sind ja weit drunter, aber wirklich weit. Und es ist relativ spartanisch, aber ich sage ja, die Dämmung ist halt nur fürs Dach gedacht jetzt, den ganzen Dachbereich. Und dafür, dass wenn es wirklich mal drauf regnet und prasselt, so, dass man da nicht gleich einen Hirnschutz kriegt da drin. Und die Stützen hatte ich erst außen gehabt, dadurch wurde der aber breiter und schwerer. Jetzt habe ich verzinkte Stützen extra versenkbar. Es ist aufwendig, aber wie oft hält man an, fährt die Stützen raus, dann wieder rein, fährt weiter, 1 Kilometer oder 10 Kilometer, dann hält man wieder an. Man hält ja eigentlich nur einen Stütz ab, wenn man dann auch tatsächlich übernachten will. Ja, zwei Schlösser sind in der Tür verbaut mit zwei unterschiedlichen Schlüsseln. Weil das ist ja nur ein Blech, und dadurch ist die Dichtigkeit nicht so hundertprozentig gewährleistet, wenn ich hier nur in der Mitte ein Schloss mache. Demzufolge habe ich zwei Riegel da vorgesehen. Ja, Anhängerkupplung, eine hochwertige von Burley. Also da müssen wir großen Wert drauf legen. Alle Strahler, Rücklichter sind verbaut, wie vorgeschrieben, ab 60 cm Breite. Müsste das ja alles doppelt sein. Und von daher,
Ja, preislich liegen wir bei der Basic-Version bei ab 2500 inklusive Mehrwertsteuer. Lieferung ist extra natürlich, das kommt jetzt auf die Entfernung drauf an, ist aber möglich. Ansonsten Abholung gerne und lieber. Wir sind momentan bei einer Wartezeit von etwa 4 Wochen nach Bestelleingang. Wir sind natürlich jetzt so aufgestellt, dass wir aus negativen Erfahrungen her eine Vorauszahlung haben möchten und die bei eventuellem Rücktritt oder so zurückerstattet wird. Das ist ja alles kein Problem. Nur halt haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass da Sachen bestellt wurden und wo es dann soweit war, sind sie abgesprungen und dann mussten wir halt irgendwie sehen, dass wir einen Ausgleich finden und das ist nicht in Ordnung. Das können wir uns halt nicht leisten. In dem Sinne. Ja, Spaß macht das unglaublich, das Teil. Es läuft ja locker hinterher und ist wirklich geeignet, wenn man irgendwo und überall anhalten möchte und übernachten möchte. Ja, nähere Infos jederzeit und gerne über mich oder über meinen Sohn, den Marcel, der Geschäftsführer der Firma Minicamp 24 ist. Und jederzeit sind wir erreichbar und offen für Fragen. Auch Tipps vielleicht, was wir anders machen könnten oder so. Jederzeit dankbar. In diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss.